UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich zum Weltgesundheitstag dankbar gegenüber allen Pflegekräften gezeigt, die während der Corona-Pandemie weltweit im Einsatz sind. Bei einer Rede in New York sagte er: World Health Day this year comes at a very Der diesjährige Weltgesundheitstag fällt für uns in eine sehr schwierige Zeit. Meine Botschaft heute gilt allen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also den Krankenpflegekräften, Hebammen, Technikern, Sanitätern, Apothekern, Ärzten, Fahrern, Reinigungskräften, Verwaltungsangestellten und vielen anderen, die rund um die Uhr arbeiten, um für unsere Gesundheit zu sorgen. Wir sind Ihnen alle mehr denn je dankbar. Die Corona-Pandemie sorgt weltweit für erhebliche Einschränkungen. So ist Singapurs normalerweise sehr belebter Geschäftsbezirk derzeit fast menschenleer. In der indischen Metropole Mumbai herrscht unter Slumbewohnern große Angst, sich mit dem Erreger anzustecken. In den Vierteln wurden in den vergangenen Tagen viele Fälle bestätigt. In vielen US-Staaten sind zuvor errichtete Drive-Thru-Kliniken geschlossen. Der Grund: Die Stationen, in denen sich Bürger hätten testen lassen können, haben keine Testkits erhalten. Im Inselstaat Taiwan ist die Hilfsbereitschaft gegenüber Italien, wo weltweit die meisten Menschen gestorben sind, sehr groß. Einwohner stehen Schlange, um eine Spende für den Kampf gegen das Coronavirus an Italien zu leisten.